Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Card Duplication Glitch zeigen. Leider ist der Glitch nicht solo, ihr braucht die Hilfe von einem Freund. Dafür benötigt ihr kein persönliches Kennzeichen. Das heißt, jede Kopie, die ihr stellt, werden alle saubere Kopien. Euer Freund braucht auf jeden Fall einen Bunker. Ihr braucht auch einen Bunker, natürlich auch eine MOC. Ebenso benötigt ihr noch das Auto, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Winnie Easy, komplett aufgetunt, der gibt am meisten Geld. Das Auto stellt ihr dann in die Arena-Werkstatt. Ebenso benötigt ihr noch mindestens zwei Allergies oder halt Autos, die ihr nicht mehr benötigt. Und auch ein Motorrad, was ihr nicht mehr benötigt. Oder einfach eine Barty, Fudgy oder ist ganz egal, was ihr für ein Motorrad da benutzt. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns einfach oben zu unserem Bunker. Fordern uns dann einmal ein Auto an, was wir nicht mehr benötigen. Denn ich bin mir nicht sicher, ob das erste Auto jetzt verloren geht oder nicht. Deswegen nehmt euch einfach ein Auto, was ihr dann nicht mehr benötigt. Steigen dann einmal ein und fahren in den Bunker rein. Dort angekommen, können wir den Bunker auch direkt wieder verlassen. Und ja, sind wir jetzt draußen angekommen, gehen wir mal auf die Karte und dann müsst ihr mal unten zu den Docks gucken, dann müsst ihr jetzt euer Allergy dort unten stehen. Wenn euer persönliches Fahrzeug jetzt unten dort steht, habt ihr auf jeden Fall bis jetzt alles richtig gemacht. Wir begeben uns jetzt einmal zur Arena-Werkstatt, aber wichtig, jetzt kein persönliches Fahrzeug benutzen, einfach irgendein NPC-Fahrzeug oder ein CO-Buzzard benutzen. Wie gesagt, dann begeben wir uns jetzt einmal zur Arena. Dort bei der Arena angekommen, registrieren wir uns jetzt einmal als MC-Präsident, fordern uns jetzt einmal ein Motorrad an. Das Motorrad sollte aber dann jetzt nicht geliefert werden. Ist auf jeden Fall perfekt. Das Auto steht immer noch unten bei den Docks, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes begeben wir uns dann zur Arena. Wir gehen dann in die Werkstatt rein, steigen jetzt in das Auto, was wir duplizieren wollen. Einfach ein Winnie Easy, komplett aufgetunt. Wir steigen einmal in das Auto ein, drücken Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Dort angekommen, irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Dann können wir die Arena wieder verlassen. Sind wir jetzt draußen angekommen. Einmal die MOC anfordern. So, die MOC ist angefordert, das Auto steht immer noch unten bei den Docks, auf jeden Fall perfekt. Als nächstes fordern wir uns jetzt ein Auto an, was wir nicht mehr benötigen, weil das Auto, was wir uns jetzt anfordern, geht auf jeden Fall verloren. Wir warten ungefähr 5 bis 6 Sekunden, sagen dann jetzt unserem Freund Bescheid, dass er aus dem Bunker rausgehen kann. Und wenn er jetzt aus dem Bunker rausgeht, werdet ihr sehen, dass jetzt auch das Kennzeichen ändert und somit habt ihr jetzt eine neue saubere Kopie erstellt. Wir begeben uns jetzt einmal zur MOC, fahren einmal hinten ran, drücken Steuerkreuz nach rechts und schon habt ihr die erste Kopie abgespeichert. Ja, euer Auto steht jetzt wieder in der Arena-Werkstatt, eure Kopie steht dann jetzt hinten in der MOC drin, kann man einmal kurz zeigen, hier MOC, Fahrzeug anfordern. Und wenn jetzt das Fahrzeug kommt, werdet ihr sehen, dass jetzt auch der Easy kommt. Und ja, wenn ihr jetzt die nächste Karre duplizieren wollt, begebt euch dann einfach wieder zum Bunker. Euer Freund geht auch wieder in den Bunker und dann einfach die gleichen Schritte wiederholen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.